Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Wechselpräpositionen. Die Präpositionen, die den Kasus wechseln, nennen wir Wechselpräpositionen. Wenn Sie einen Ort oder eine Situation bezeichnen und auf die Frage wo antworten, folgt der Dativ. Wenn Sie ein Ziel oder eine Richtung bezeichnen und antworten auf die Frage wohin, dann folgt der Akkusativ. Diese 9 Präpositionen sind in, an, auf, über, unter, vor, hinter, neben und zwischen. Die Abkürzungen mit der Kombination mit Artikeln sind in plus dem ist im, an plus dem ist am, an plus das ist ans und in plus das ist ins. Also wir sagen nicht, ich jogge in dem Park, sondern im Park. Fangen wir mit dem in an. Also wir sagen, Sie joggen in den Park, aber Sie joggen im Park. Was ist der Unterschied? Also im ersten Fall, Sie joggen in den Park. Sie gehen in der Richtung Park, um zu joggen, um eine Aktivität dort zu machen. Aber wenn Sie joggen im Park, das bedeutet, es ist ein Ort. Sie werden im Park joggen. Gehen wir weiter mit dem an. Sie gehen an den Strand oder Sie gehen am Strand. Also, Sie gehen an den Strand. In welche Richtung? Also, wohin gehen die? An den Strand. Oder Sie gehen am Strand? Am Strand Sie gehen. Am Strand als ein Ort. Also, immer im Zweifel die Frage stellen. Ist es die Antwort auf wo oder wohin? Auf. Er geht auf die Straße. Aber er geht auf der Straße. Du könntest wahrscheinlich schon merken, dass ich sage immer der erste Beispielsatz im Akkusativ und der zweite im Dativ. Über. Der Ball rollt über den Tisch. Oder die Malerei hängt über dem Bett. Also, die Ball rollt. Also, immer wenn wir eine Bewegung oder eine Aktivität haben, muss der Akkusativ folgen. Aber wenn wir sagen, die Malerei hängt über dem Bett, die Malerei bewegt sich nicht. Also, wir haben keine Bewegung und wir nötigen dann wieder Dativ. Unter. Der Ball rollt unter das Bett. Oder der Ball ist unter dem Bett. 6. Vor. Max rannte mit dem Ball vor das Tor. Oder das rote Auto steht auf dem Parkplatz vor meinem Auto. 7. Hinter. Max stellt das Auto hinter die Garage. Oder das Auto ist hinter unserem Auto geparkt. Und haben wir noch 2 Präpositionen. Neben. Ich stelle den Stuhl neben den Tisch. Oder das rote Auto ist neben unserem Auto geparkt. Und 9. 9. Präposition und unsere letzte für heute ist zwischen. Der Hund springt fröhlich zwischen 2 Kinder. Oder das Gemüse steht im Kühlschrank zwischen 2 Packungen Eier. Hoffentlich hat es dir dieses Video gefallen und bitte dann Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben oder dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal.